sind wir nun mit diesen Betrachtungen ein kleines Stückchen weitergekommen hinsichtlich der Fragen, warum, was für ein merkwürdiges Phänomen, warum ist überhaupt etwas geworden und in die Existenz gekommen, was hat dies nötig gemacht, etwas auszuwerfen als das Sedimentierte, als das Materialisierte, als das Asymmetrische, als das nie zu sich selbst kommen Könnende. Was war die Ursache dieser Dyssymmetrie? Was wissen wir nun darüber?